So, der nächste bitte. Was? Wie das Mützchen nicht getroffen, ausgezeichnet. Ach, es war gar nicht 0 Uhr. Sondern die ganzen Uhren gehen nicht, nur nicht. Okay. Da haben wir auf jeden Fall mal noch einen Painkiller. Das war wahrscheinlich doof, den jetzt zu nehmen. Er ist manchmal noch so eine Lebensversicherung. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Okay, das ist aber machbar. Oh, das war es aber noch nicht. So, mal bitte abgehen hier. Ist da wer? Ich sehe erstmal keinen. Hier noch irgendein Painkiller rumliegen oder irgendwas Sinnvolles. Ich habe eben noch keine goldene Waffe oder sowas gefunden. Okay, hier ist auch keiner. Hier haben wir irgendwas. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcello was making the most of her. I don't want to think about it. Oh oh. Bin ich hier auf irgendwas rumgetrampelt, ja? Das war ich. Coke, Pills. You could get whatever party favor you wanted on this. Okay, ich höre sie. Okay, den haben wir. Da hinten ist noch einer. Gleich erstmal nachladen. Immer gleich nachladen. There was something firing these guys other than good old fashioned socialist zeal. Den haben wir erstmal schön vom Klo geballert. Hier war noch irgendwas. It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Yeah. Okay, das war sinnlos. Aber sah verdammt gut aus. First Aid. Das könnte man doch irgendwie nutzen hier. So, der nächste bitte. Okay, ich geh jetzt einfach hoch. Das war nicht gut. Den Hammer. Okay, ich gehe rechts. Ach was, jetzt kommen sie doch von da oben, oder was? So, jetzt halten wir uns mal die ganzen Seiten hier frei. Keine Ahnung, wo ist denn der? Verdammt, ich sehe ihn nicht. Ich mach mal das Glas kaputt, vielleicht sehen wir da besser. Okay, ich sprinte hoch und schieß nach links. Sprinte hoch und spring nach links. So. Ungefähr so. Das ging ja mal voll daneben. Komm schon. Halleluja. Das war ein Glücksschuss. Einmal quer durch die Brust gesemmelt. So, jetzt müssen wir erstmal neue Muni finden. Painkiller wäre definitiv nicht schlecht. Ich nehme einfach mal hier zwei Magnum, oder? Ach nee, geht gar nicht. Der nimmt automatisch die Muni jetzt. Ja. Aber
Bei einem Magnum dürfte eigentlich schon reichen. I had to save some valuables. Ach, das wusste ich doch. Und er trifft mich natürlich, dass ich meinen letzten Painkiller nehmen muss. Das sind aber auch verdammt viele und ich stehe gerade sehr ungünstig. Ach, verdammt. Verdammte Axt. Wie macht man das? Am besten zurück. Ja, geht nicht. Ja, das war's schon wieder. Stand natürlich jetzt genau falsch rum. Aber wir haben noch erwischt. Ah, hier einfach in Deckung gehen, ist natürlich auch eine Sache. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin schon wieder tot. Das war's. Ach, dieser blöde Anvisierpunkt da, der scheitert so spät. Okay, jetzt wissen wir's ja. So. Alter, das gibt's doch nicht. Er hat mich da noch erwischt. Der anscheinend. Na gut. Geh in Deckung, Max. In Deckung. Oh. Und heppala. Für die Mütze und für die Freiheit. So. Ich hoffe, das war's. Boah, das war echt eine knallharte Büchse hier. Junge, Junge. Ach du Scheiße. Der hört sich aber nicht sehr freundlich an. Komm schon. Einen konnten wir ausknipsen. Die Rest der Mannschaft, die will noch ein bisschen was von mir. Okay, das lief einigermaßen gut. Oh, das gibt's doch nicht. Guckt euch das an, ey. Einen Schuss habe ich abgekriegt. Eine einzige Kugel. Na toll, die hätte ich natürlich mitnehmen können. Okay, den Hammer. Scheiße, von da drüben. Diese Schweine, ey. So. Deine blöden Füße. Wie können die mich eigentlich von da treffen? So wie ich sie wahrscheinlich treffen kann. Okay, das hilft schon mal wieder ein bisschen. Wo, 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 wo? Sofort Blase, weg mit dir. Hey, der Witzka. Okay, jetzt haben wir hier mal eine dicke Rumumpel. Ist gar nicht so übel. Schnell weg. Okay, das lief nochmal gerade so gut. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's nicht. Er lauert halt genau wie ich, ne? Zeit. Wer länger wartet, der hat halt dann auch. Wer mehr Geduld hat. Er hat gewonnen. Was ist das für eine Waffe? Ein Schrotflint, die will ich nicht. Okay, den Hammer. Da oben war er. So, einen Gnadenstoß gegeben, sag ich mal. Maybe there was something on the bridge. I checked it. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go.
Na Max, da warst du aber ein bisschen blauäugig hier. Ganz ehrlich, das fällt doch irgendwie schon auf, oder? Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. In that building to get across the canal. Ein bisschen unüberlegt, was er da macht. Na gut, können wir aber auch unüberlegte Sachen machen. So. So, bitteschön. Na, da war der Max aber wirklich blauäugig hier. Das hätte irgendwie schon auffallen müssen. Jetzt stirbt doch endlich. Heidewitzka, was ist denn mit dem da drüben eigentlich? Der da rüber rutscht. Oh oh, irgendwer hat mich getroffen. Ich gucke nochmal kurz, wo wir rauskommen. Na gut, die machen wir noch platt. Und dann beim nächsten Safe Spot mache ich dann erstmal eine kurze Pause. Denn es ist wirklich hart. There is some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Der lebt ja noch da oben. Der ist jetzt so umgefallen. Spontan tot. Okay. Das sind aber auch ein Haufen. Da unten sind natürlich auch noch welche, ne? Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt stirbt doch halt einfach. In der Luft weggefischt. Da oben ist da noch einer, oder? So, ein Arsch geschossen und dann im Kopf, so muss das. Guckt euch das an, hier sind ein paar gute Waffen. So, damit haben wir auch einen letzten erwischt. Ist da irgendwas, das wir hochjagen können? Nee, ne? Und mal bitte schnell in Deckung gehen. What I expected to find on a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret at. Nehmen wir mal mit hier. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Halleluja, den haben wir einen verpasst. Aber da kommen noch ein paar andere her. Und wo ist er denn? War da nicht noch einer? Ist der rausgegangen oder was? War anscheinend keiner mehr. Der Max, ey. Er denkt aber auch nicht oft nach, ja? Obwohl, gar nicht so übel. Jetzt haben wir hier ein menschliches Schutzschild. Könntest du jetzt mal sterben? Lebt der immer noch oder was hier? Jetzt ist er hinüber. Jetzt habe ich natürlich keine... Meine Waffen verloren, das ist natürlich übel. Okay, das war's. Da war doch noch einer. Ich höre sie doch.
Okay. Oh, shit. Mit diesem Sack habe ich natürlich nicht gerechnet, Freunde. Wo geht's denn hier lang? Müssen wir hoch, oder? Hier müssen wir nicht lang. Ja, nicht. Ah, hier. Aber ich hoffe mal, er speichert jetzt ab. Denn ich brauche jetzt echt eine Pause. Zumindest jetzt. Ah, ich möchte gerne hier noch irgendeine Cutscene sehen. Danach speichert er mal sicher ab. Den habe ich das sofort gesehen. Oh shit, ich lade natürlich jetzt nach, ich Depp. Oh, da könnte ich mir dann immer in den Arsch treten, ne? Das ist so vorprogrammierter Tod. Ich brauche noch ein paar Painkiller. Irgendwas. Hier ist nichts. Nichts. Vor Schreck erschossen. Oh. Das sind irgendwelche Puppen. Aua! Ist hier wer? Oh, ich sehe ihn nicht. Ich glaube nicht. Sieht alles erstmal gut aus. Okay, ich glaube, das heißt, dass er hat gespeichert. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh. Okay, danach mache ich ein kurzes Päuschen. Und das sieht definitiv scheiße aus, was hier gelaufen ist. Das war ein richtiges Massaker. Ja. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein. Something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? I guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No, no, no. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man
running on a Law and Order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcello? Marcello was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero, killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preta. Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Und da sind wir auch schon im Kapitel 12 angelangt. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Ah, ein Schalldämpfer basteln. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Genauso ist es, Max. Und wie es hier weitergeht, Freunde, das sehen wir beim nächsten Mal. Haut rein!